Leute, Nintendo hat wieder ein neues Splatfest angekündigt, ne? Und zwar ist das Splatfest-Thema diesmal warmes Essen versus kaltes Essen. Und ich werde mich ja zusammen mit euch hier in das Splatfest eintragen und würde mich freuen, wenn ihr mitspielen würdet. Wir haben die Wahl zwischen Frühstück muss warm sein oder Frühstück muss kalt sein. Und da ist meine Meinung wie folgt. Und Servus und Squad Nomi. Und danke an dich, das habt ihr bisschen richtig geiler YouTuber. Da ist ganz gespannt. Danke. Und für all dieses Wundern, ich stream das hier gerade live. Und tut in einem Teil mit dem Splatfest nur raus, Karten das extra Video veröffentlichen, wo ihr seht, welches Team ich beitrete. Und das ist dann eben das, was ihr jetzt quasi seht, wenn ihr nicht das Livestream, sondern als Video seht. So, ein bisschen verwirrend, ich weiß. Also, jedenfalls haben wir die Wahl zu wissen. Frühstück muss warm sein, Frühstück muss kalt sein. Dann ist es meistens immer kaltes Frühstück. Aber ich liebe warmes Frühstück. Deshalb nehme ich warmes Frühstück, weil ich das einfach lieber mag. Essen tue es kaltes. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich warmes Frühstück nehmen. So irgendwie Würstel mit Kartoffeln oder so. Ja, es ist einfach so. So, ich nehme Team warmes Frühstück. Jawohl. So, mal schauen, wer noch Team warmes Frühstück ist. Okay, das gab Halloween. Ja, servus. Ja, das Blattfest. Neues Blattfest-Thema. Warmes versus kaltes Frühstück. Ist immer ein besser als Klopapier versus Klopapier vorne versus Klopapier hinten. Ja, auf jeden Fall. Und servus übrigens, das ist Dr. Key. So, ja, Gaming Babus schreibt Hallo. Halli, hallo. Scott Gnome schreibt schon wie Montag Switch mit Odyssey und Splatoon 2. Nice, freue ich mich drauf. Gönnung. Definitiv Gönnung. Dann kannst du nächste Woche in der Mitte über das Blatt fest. Juhu.